Willkommen zu einem weiteren InnovaPhone My Apps Tutorial. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Dreierkonferenzschaltung in der Phone App sowie der Softphone App einrichten können. Sie haben einen bereits verbundenen Ruf und drücken dann den Plus weiteren Anruf starten Button. Jetzt können Sie über das Eingabefeld ein Ziel suchen oder direkt die Rufnummer eingeben. Oder auch direkt einen Kontakt aus den Favoriten sowie dem Verlauf auswählen. Mit dem grünen Hörersymbol starten Sie dann den Anruf. Nun wird Ihr erster Ruf gehalten und dem Kontakt wird Musik eingespielt. Sobald der zweite Ruf verbunden ist, können Sie die Dreierkonferenz starten, indem Sie beim gehaltenen Ruf auf den Konferenzbutton mit den drei durch Linien verbundenen Kugeln klicken. Jetzt ist die Dreierkonferenz aktiv und Sie sind mit beiden Rufen verbunden. Beenden können Sie die Dreierkonferenz entweder, indem Sie einen der Rufe durch den Auflegebutton beenden, dann haben Sie nur noch einen Ruf, oder Sie lösen die Dreierkonferenz wieder auf, indem Sie einen der beiden Rufe wieder auf Halten setzen. Dazu klicken Sie beim gewünschten Ruf auf den Halten-Button. So haben Sie eine Rücksprachesituation mit nur einem Kontakt. Sie können beliebig oft zwischen den beiden Rufen hin und her springen. Dazu klicken Sie beim gehaltenen Ruf auf den grünen Verbinden-Button, also immer durch Aktivieren des gerade gehaltenen Rufs. Zurück zur Dreierkonferenz gelangen Sie dann wieder durch einen Klick auf den Konferenzbutton mit den drei durch Linien verbundenen Kugeln. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim selber ausprobieren.